willkommen und einen schönen Freitagabend. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich auf Andreas Witterseck, Eva-Maria Marold, Thomas Stipschitz, Lisa Eckhardt und Viktor Gernot. Wie könnte es anders sein, am 11. Mai, zwei Tage vor dem 13. Mai, ein Sonntag, der zweite Tag im Mai, Muttertag, ist unser Sendungsthema, aber nicht alleine. Das ist der Grund, warum wir Günther Leiner letzte Woche gebucht haben. Ich habe das doch im letzten Moment ändern können, weil wir haben es kombiniert mit einem anderen Gedenktag, und zwar mit dem Iss-was-du-willst-Tag. Oh. Den gibt's wirklich, der ist wie heute. Wie schauen wir den Günther Leiner nicht eigentlich? Wir wollten ihn nicht in Versuchung führen. Okay. Heute, der 11.5. ist der Iss-was-du-willst-Tag. Der ist bei mir jeden Tag. Ja. So wie Muttertag. Ja. Nein, er ist auch offiziell, du kannst heute wirklich alles essen, kannst föllern, du kannst in dich hineinstopfen und genießen. Und nicht mehr zu, oder? Ja. Ja. Na, oh ja, aber ja. Wir wollen uns heute einfach von diesen ganzen Diätsünden und von diesem Wahnsinn im Kopf einfach befreien und loslassen, und deswegen gibt es auch was zum Essen. Aber bitte, aha, nicht rascheln, Thomas. Ich weiß, du bist ein begnadeter Raschler. Ich raschel gern, gell? Ja, genau. Ich bin ein Raschler. Mhm. Ich raschle, aber ich habe nicht einmal was in der Hand. Das ist eine Alterssache. Ja. Ich weiß. Entschuldigung. Ich wollte es nicht sagen, aber... Ja, kann ich dir Blumen schicken nachher. Aber weil wir vom Essen reden... vielleicht Hunger. Pass auf. Aber pass auf, am Sonntag mit der Mama vielleicht in den Eissalon, ja? Und geht dann... nicht, meine Mutter ist schon gestorben. Na super, die Stimmung ist da am Höhepunkt. Andi! Ich hätte sie ausgefahren. Andi! Es ist so, ich kenne mich da so. Meine Mutter hätte es geliebt. Die hat immer gesagt, Andi, das war wieder spitze. Vielleicht kommt sie ja am Muttertag drauf, dass... Vielleicht kommt sie auf die glorreiche Idee, am Muttertag einen Eissalon zu besuchen. Das, was ihr dort sicher nicht bestellen könnt, ist ein Eiskarussell. Aber darum möchte ich jetzt wissen, was ein Eiskarussell ist. Ich möchte mal feststellen, ein Eiskarussell kann man nicht in einem Eissalon bestellen. Ja, das ist richtig. Danke, schönen Mittag. Danke. Ein Eiskarussell ist eine Übung beim Eislauftanzen, wo man sich so dreht, auch Pirouette genannt. Früher hat man Eiskarussell gesagt. Also eingedeutscht quasi. Eingedeutscht, ja. Das Eiskarussell. Okay. Prachtvolles Eiskarussell, junge Damen. Bei der Olympiade, Eiskarussell. Sogar der Propagandaminister zeigte sich beeindruckt von dem Eiskarussell. Ja, ist es eine Figur beim Eistanzen? Ja, ich hab's erraten, gleich wieder mal am Anfang. Tut mir so leid. Ja, aber das ist eine Figur, wo was ist los? Es ist, wo der, so, wo der sie so nimmt. Ja, wo der Mann... Oder sie er, neuestens, also man kann sie auch jetzt wechseln. Wie nimmt das? Wir? Bei die Schlittschuhe nimmt. Auswärts, einwärts, Todesspirale. Moment, langsam, bitte. Lass doch mich. Bei den Schlittschuhen? Bei den Schlittschuhen nimmt das und dreht sie im Kreis. Und das ist das Eiskarussell. Bei den Schlittschuhen? Ja! Das ist immer gut, wenn sie nicht so groß sind. Was los? Was los? Okay, genau. Wir müssen, ich gebe jetzt einmal, das ist wunderbar alles, großartig. Ihr habt schon so viel wunderbare Sachen jetzt gelernt. Ich muss jetzt einmal generell austeilen. So da. Und da. Jetzt kommen wir langsam kommen wir in Fahrt. Jetzt kommen wir in Fahrt. Leistung. Ja. Du bist hier. Wurscht. Wir sind froh, dass du das hergeschafft hast. An manchen Tagen. Ja, so, das Eiskarussell. Es ist wirklich eine, wenn ich immer, das ist immer das Problem. Das ist ja schwierig, ne? Das, wie viel wenn man sagt, was ist, dann kommt jeder drauf, ne? Ja. Eiskarussell stellt sich jedes Jahr ein, meistens so im Zeitraum Mitte, Ende November, wenn in Wien eine solide Schneedecke von 0,04 Millimetern herrscht und die Stadt im Ausnahmezustand ist, weil die Hauptstädte es nicht schaffen, erstens einmal Winterreifen anzulegen und zweitens auch mit Winterreifen dieser Herausforderung sich stellen zu können, weil sie können vieles aber jetzt nicht auf Schnee- oder Eisauto fahren. Mhm. Schön. Aber es ist eher das Eiskarussell. Ein Eisautodrom eigentlich eher. Okay. Da treffen sich ja zwei Schneeflocken am Himmel, sagt der eine, was machst du, wo fliegst du hin? Sagt der,
in die Alpen, was machst du? Gletscher. Und wo fliegst du hin? Nach Wien. Was machst du? Panik. Schön. Ja. Prachtstück. Prachtstück. Danke, mein großer Dankeschön. Gut, ja, das ist richtig, schon richtig. Viel Schönes dabei, aber... Was hat mit Speiseeis zu tun? Wissen kannst du schon. Natürlich kann ich, aber was würdest du denn vorstellen beim Eiskarussell? Ich meine, das ist natürlich ein blöder Gedanke. Weißt du, was ich mir vorgestellt hätte? Aber, was denn? Aber weil es ja nicht im Eissalon gibt. Ja. Wenn du jetzt Eis kaufst in der Tüte, ja, da gibt es so ein Gestell, da steckt er die Tüten rein. Ja. Und da das heißt Zackerl bei uns, ja. Nein, das ist was mit dem Eis. Ich habe einen Scherz gemacht. Wollen Sie das Eis im Sackerl? Das mache ich nächsten. Ich bin ein vehementer Österreicher im Eissalon. Ich hätte gerne einen Sackerl und zwei Kugeln. Kein Sackerl. Im Sackerl. Das ist ein Euro-Sackerl. Du, schau mal. Und das wäre für mich das Eiskarussell gewesen, was? Ja. Wo die wo das so steht, bis du gezahlt hast. Naja, das ist es, wo das auf der Theke steht, wo man so reinsteckt. Genau. Ja. Das ich. Das können, aber es dreht sich ja nicht. Aber es ist rund. Ich helfe dir jetzt ganz kurz und dann werden wir sehen, wie einfach das ist dann. Oder? Die Antwort. Asiatisch, geht sie asiatisch essen? Ab und zu. Ja. Ja. Ja, gerne. Na ja, genau. Und das Eiskarussell, das gibt es ja die Möglichkeit. Unten sind die warmen Speisen und oben sind die aber wie nennt man das? Wie nennt man das? Running Sushi. Running Sushi. Ja, ja, das ist ein Eiskarussell. Nein, natürlich nicht. Nein, aber wenn das aber Eis daherkommt, dann ist das Eiskarussell. Genau, könnte man sich vorstellen. Ist natürlich ein vollkommener Blödsinn, aber ich habe dir gezeigt, dass man mit Hinweisen. Aber was du nicht weißt, auf der nördlichen Halbkugel ist das. Rechtsdrehend und auf der südlichen ist es linksdrehend. Nein, es kommt darauf an, von wo man es sieht. Eiskarussell hat also etwas mit Essen zu tun. Nein, überhaupt nichts. Eben. Es hat, einfach mit Finnland zu tun. Mit Finnland? Mit deswegen Finnland. Sagst du asiatisch, wenn man dort asiatisch ist. Bitte? Da gibt es Eishotels und Eisbars. Ja. Vielleicht gibt es auch wirklich ein richtiges Karussell. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie stellst du dir ein Eiskarussell in Finnland vor? Dass die Figuren, da ist dann eben so Hutschpferdchen und Feuerwehrautos, die sind gefertigt und zusammen, also hergeschnitten aus dem purem Eis. Und das dreht sich einfach. Und da sitzen die Kinder drauf und haben Hetz. Nein, es ist ganz anders. Es ist das ganz Eiskarussell anders. Ist das Glücksrad nur in Eis. Super. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich sag nichts. Mir fällt nichts ein. Du raschelst, ich hab's genau gehört. Ja, so. Ja aber. Kennst du den Film Dumm und Dümmer, wo der mit der Zunge bleibt? Ist das nicht herrlich? Und wenn der immer wieder rauf und runter fährt, ist das Eiskarussell. Sauna. Finnland fällt nur Sauna ein. Ja, aber es geht ums Eiskarussell. Es geht um einen Zug. Ja, aber wenn du Eis in auf diesen Saunaofen drauf tust. Ist weg. Super. Was dreht sich denn da? Der Kreislauf, die Luft steigt nach oben, geht in den Himmel. Ja. Den Finnen, die haben einen langen Winter. Und es ist auch also nicht sehr oft hell während des Winters. Also denen ist ziemlich fad. Okay, das heißt, sie kommen auf die Idee, ein Eiskarussell zu machen. Und ich glaube, ihr esst während des Unterrichts. Ja. Oh ja, ihr habt was im Mund, ich sehe es ganz genau. Macht sofort den Mund auf. Ihr habt was gegessen. Während ich hier das Eiskarussell erkläre. Entschuldigung. Den Finnen ist fad. Also entwickeln Sie ein Eiskarussell. Glaubt Sie mir folgende Geschichte. Nein. Die gehen in den See. Also nicht in den See, auf dem See, weil alles zugefroren ist. Ja, da ist kalt. Da haben sie einen zugefrorenen See. Sie gehen mit einer Motorsäge in den See. Und Ein Loch. Eine Scheibe. Ein riesengroßes Loch in den See. Und dann... Also, zur Schwiegermama, du stell dich mal rein, ich fange mal zu. Pass auf, es geht noch weiter. Dann, am Ende dieses Kreises, den Sie ausschneiden mit der Motorsäge, schneiden Sie noch ein kleineres Loch. Und weißt du, was dort reinkommt? Ein Außenbordmotor. Und den tun Sie dann in das Loch rein, starten den Motor an. Der muss wahnsinnig fahren. Ja, bitteschön, schaut sich das an. Das ist ein Eiskarussell, das gibt es wirklich. Eisplatte ausgeschnitten. Super. Motorsäge. Ich sage euch was, wenn die ORF hätten, bräuchten so einen Blödsinn nicht. Also, nein, Entschuldigung. Das ist super. Eiskarussell. In der Mitte wird dann wirklich die Grillen dort stellen, ein Papier hin. Der Grillen ist aber gefährlich.
Ja, du. Wir machen ein Lagerfeuer, super. Aber könnte man es auf der Alpentona auch machen? Ja, probier's nicht. Einmal, ja. Einmal. Dreht sich das von selbst an oder gibt es da jemanden? Der Außenbordmotor. Hallo, hast du aufgepasst? Hast du überhaupt auf? Hast du nein, das ist ein Taucher unten, der schirmt mich auf. Also nicht, Entschuldigung. Sie, ja. Schau zum Basen, die hat. Verzeihung. Hab ich noch Zeit? Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Leopold Kneißl aus Meiersdorf. 300 Euro Büchergutschein für das Eiskarussell. Danke vielmals. Es gibt ihn wirklich offiziell, also wir erfinden diese Tage nicht. Der ist, was du willst, Tag ist heute, am 11.05. Falls Sie es vergessen haben, holen Sie alles, was Sie haben, vom Fernseher, Chips, alles ist erlaubt. Aber die Frage, die ich mir stelle, gibt es natürlich dann auch zeitgleich den Trink, was du willst, Abend, ne, oder Tag. Und daher kommen wir jetzt zum Erotikbier. Erotikbier. Ja. Bier? Bier, Erotikbier. Ja, das gibt es wirklich. Es wird von einer kleinen Brauerei in Oberfranken gebraut. Und ich möchte von euch wissen, was macht dieses Bier zu einem Erotikbier? Da ist das gestoßene Horn von den Nashörnern. Weil das ist ja für die in der altchinesischen Medizin ist das irgendwie so ein Aphrodisiakum. Ja, ein Scharfmacher. Ja. Und das wird dann einfach beigemengt, diesem Bier. Also ich glaube, das ist in Deutschland sicherlich nicht zulässig. Dann warum? Wegen Reinheitsgebot? Nein, ich glaube, dass also Nashörner und die Art und Weise, wie sie ums Leben kommen, weil man ihnen eben das Horn absägt, also dass das, glaube ich, nicht geduldet wird. Nein, das glaube ich. Also könnte ich mir vorstellen, dass das definitiv nicht Pfizer, so funktioniert. Pfizer. Pfizer? So heißt die Firma, die diese also, Viagra heißt das. Die blauen Pulver. Ja, klar, das kannst du leider tun. Die Pizzas. Ich habe auch an die kleinen runden Brausetabletten gedacht, aber dann, was brauchst du denn hier? Die Pizzas. Da tut sie bei mir nichts. Ja, es wird im Gärprozess anscheinend was zugemengt. Ne? Naja, aber sicherlich nicht das vom Pulver. Also Jod. Was? Jod? Jod? Ja. Jod? Ja. Du tust Jod? Das macht halt. Damit sie nachher nicht entzündet. Das habe ich ja noch nie. Aber Jod macht auch geil. Ja, wirklich? Das habe ich wo gelesen, ja. Ich habe das auch gelesen. Ja. Echt? Ja. Ich habe so Jod. Ich habe so viel, gell? Ja. Ja. Also das heißt, wenn man sich das brennt hat am Knie, wenn ja. Was macht denn geil? Das ist ja die Frage. Was macht uns geil? Was euch geil macht? Bitte, was? Nein, wenn es brennt am Knie, habe ich gesagt. Ich Wenn es brennt am Knie, Nein, aber es liegt am Bier, an der Flüssigkeit. Das ist nicht irgendwie, dass die Flasche besonders ergonomisch ist, weil es gibt ja irrsinnig viele Unfälle. Mhm. Dass man die leere Flasche noch gut verwenden könnte. Exakt, genau. Ja. Ich danke, dass... Dann geht in dieselbe Richtung, habe ich das Gefühl. Ist gerippt, aber ist gut halten. Nicht alle auf einmal, bitte, wie? Nein, die Flasche ist gerippt, da kannst du es gut halten. Sie rutscht da nicht aus der Hand. Und verschiedene Größen, Magnum, Doppelmagnum. Aber es handelt sich um Bier, um trinkbares Bier. Ich werde euch jetzt einmal, damit das ein bisschen die Spannung rauskommt, ich zeige euch die Flasche. Ja. Die erotische Spannung. Ja, also das ist das Einzige. Es ist eine ganz normale Bierflasche. Das macht mir ganz wohl. Das Einzige, was erotisch anmutet, ist das Label. Ja, da muss aber der Redakteur jetzt einmal an der Nase genommen werden. Ich meine, was erwarten denn die Verantwortlichen beim ORF, wenn sie dieser Runde die Frage stellen, was ist ein Erotikbier und was macht es aus? Was glaubt ihr, dass wir reden über Blümchen und Bindchen, ha? Kinder, ich meine, das sagen wir mal ehrlich, das ist eine geführte Provokation, ist das. Widerstand! Widerstand! So. Nur weil er da so quasi eine laszive Dame als Etikett auf diese Bierflasche getan hat, macht das Erotikbier noch lange nicht zu einem Erotikbier. Also es ist irgendwas drin an dem Bier. Was? Aphrodisiakum haben wir ausgeschlossen. Vielleicht umgekehrt. Es ist sowas wie die Anti-Baby-Pille drinnen. Das heißt, die Frau trinkt es und wie ich da sehe, Jürgen braucht sich keine Gedanken mehr machen, dass da jetzt irgendein Beug draus entsteht, weil er kann zwar das Bier aufmachen damit, aber mehr schafft er auch nicht mehr da irgendwas drüber. Ja, die Freunde sind nicht mehr so schnell. Ja.
Ich bin so schön, dass wir heute so eine familienfreundliche Sendung gestalten, gemeinsam mit einem Tisch. Vielleicht ist das doch ein Erotikbier nur zu bestimmten Anlässen. Es wird nicht jeden Tag verkauft. Taufe. Und es wird immer verkauft. Es wird immer verkauft. Es ist, wenn du nicht jeden Tag Erotik. Ja. Mhm. Ja. Und Jürgen, du hast eines richtig erkannt, dieser sehr klug geschaut. Der Jürgen ist tatsächlich der Oberbraumeister, nenne ich ihn mal so. Und zwar heißt der, das kann Jürgen, ich schon mal sagen, er heißt Jürgen Hopf. Das ist ein richtiger Name. Ich kann nichts dafür. Jürgen Hopf ist der Oberbraumeister. Aber der hat kein Geheimnis. Und das stimmt nicht. Ich habe nicht ausgeschlossen, dass sich ein Aphrodisiakum darin befindet. Ich habe nur ausgeschlossen, dass es zerstoßenes Nashornpulver ist. Okay? Ach so. Jürgen Hopf. Vom Jürgen Hopf. Na, was gilt, was gilt denn noch, der was gilt denn noch als... als der Bruder ist der Pepi Hopf. Nein. Die Schwester ist die Wiede. Wie bitte? Wiede Hopf. Nicht erklärt. Bitte nicht erklärt. Ja, weil er so geschaut hat. Endlich habe ich mal was verstanden und dann erklär das. Das war nicht ordinär, das hat er nicht verstanden. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Was gilt, aber denn noch, was gilt denn noch als natürliche Beigabe? Schweiß. Aphrodisierter außer Schweiß, die in einem Bier aufhellend im erotischen Sinne. Das gibt's alles, alles ist Almdudler, Almdudler. Almdudler ist aphrodisierend? Ja, wenn man auf Trachtenpärchen steht. Ja, da gibt's. Also ich weiß, Austern. Austern sagt man eine aphrodisierende Spanische Wirkung. Spanische Fliege. Spanische Fliege? Das sind Austern drin in den Bieren. Ginseng. Grüner Tee. Nein, den trinke ich immer in der Früh und ehrlich gesagt. Der hat mir die kattische angelogen. Ja, aber. Also. Keine Ahnung, oder? Der Braumeister, der Jürgen Hopf, der braut sein Bier nur nachts. Ich habe nackt hier mich gescheckt. Nachts und? Nackt. Nackt. Und nackt. Deswegen ist es ein Erotikbier? Ja, genau. Nur mit einer Schürze bekleidet. Der steht so, er hat sich fotografiert. Der steht des Nächtens in seinem Sudhaus. Vielleicht nur bei Vollmond, ich weiß es nicht. Und braut sein Spezialbier. Und das Ergebnis sei dann tatsächlich ein Aphrodisiakum. Denn ich zitiere den Jürgen Hopf, wo ich nachts nackt bin, da ist auch die Erotik. Was man an diesem Foto auch ganz gut erkennen kann. Ich kann kaum mehr an mich halten. Und diese Erotik... In der Nacht riert er nicht mehr mit dem Holzbalken. Entschuldigung. Ja, ist okay. Und diese Erotik geht dann automatisch, oder ja, dieses Aphrodisiakum geht dann automatisch in seinen Gerstensaft über. Das ist auch feinstoffliche Geschichte, ne? Ja, natürlich. Ja, so wie Grander Wasser ist. Aber soll ich dir was sagen? Der Erfolg gibt ihm recht. Ja. Verkauft sich gut. Ja. Ja, aber vielleicht sollte das Etikett einmal mit seinem Körper sein. Ja. Das ist nicht so gut. Seit 15 Jahren ist sein Erotikbier weltweit ein Erfolg. Der ist ein Genie. Kennen wir es nicht. Das kann nicht weltweit, wenn wir es nicht kennen. Wir nicht kennen. Das ist kein so das bekannt. Das gibt es wahrscheinlich auf jeder Almhütte in Österreich. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ein Erfolg. Ja? Bravo, Herr Hopf. Bravo. Ja. Gut, und Magdalena Prohaska auch. Bravo aus Salzburg. 300 Euro Büchergutschein für Sie. Danke vielmals. Bitte bereit für das Ding der Woche. Oh, unbedingt. Ihr müsst wahrscheinlich heute die Brille aufsetzen. Das ist das Ding der Woche. Muss ich ganz bestimmt. Etwas kleiner geraten. Das ist wie Salz. Ja, warte, bis es bei dir ist und dann merkt ihr Salzstreuer. So, ich darf Ihnen kurz zeigen, wie ihr Insert, wozu es dient. Und dann geben wir es gleich weiter an den Viktor. Ich werde es nicht rüberwerfen. Weil es zerbrechlich ist. Nein, zerbrechlich, aber was die. Weil es fragil ist. Ich stelle dir das mal so hin. Plexiglas. Da rein. Harten Plastik. Nackt. Ja. Schachmatt. Ja. Ja, das ist, wenn du ein Einzelhaft bist, so ein bisschen so. Ein Rubik Cube für ganz Temperte. Oh.
Oder das ist einfach der Stellvertreter für die romantische Kerze beim Abendessen. Das ist einfach ein ziemlich leichter und einfacher und hübscher kleiner Kerzenständer. Ständer. Kannst du dir auch vorstellen? Das ist ein Lipgloss für die Janine Schiller. Ich habe ein Knall, rotes Gummiboot mitten im Gesicht. Bitte schön. Ich wollte dich nur fragen, ob du es dir auch vorstellen könntest, verkehrt reinzutun. Warte, das macht der Gernot nicht. Darf ich bitte das vorführen? Der Gernot macht sowas nicht. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Schon, ja. Aber es setzt sehr viel Vertrauen voraus. Darf ich das weitergeben, bitte? Tust du nur deine Goodies weg, Lisa, damit wir freien Blick auf... Kannst du es gern mir geben? Dass wir Blick haben auf diese wunderschönen Fingernägel, die mir jetzt auffallen. Ja. Helfen gerade nicht weiter. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ist das sehr einfallslose Keks zum Ausstechen? Einfallslose Kekse. So ein Kekse. Also, aber es ist nicht fertig so. Es gibt noch irgendeine dritte Komponente, Körperteil, der da dazu gehört. Nein, es gehört, bitte, lass die Körperteile weg. Es gehört kein Körperteil. Köchin. Körperteile, nein. Es gehört natürlich eine dritte Komponente dazu. Ja, der es bedient. Aber ja. die Schweden haben im Sexualunterricht so Dinge in der Schule, in der Oberstufe. Dabei, da ist gleich besser. Greif's mal an. Ist das ein Roll-on? Nein. Ich dachte auch an sowas. Ja. Vielleicht ist es ein Roll-off. damit zum Abschminken in den Achseln. Am Abend, damit man sich entduftet. Na, genau, damit man eine Stinger ins Bett gekommen. Der Ring muss ja an... Warst du fertig, Lisa? Ja, ich war's da. Ja, wir können es ja hin und her. Warte, jetzt haben wir die übersprungen. Du kannst gleich weitermachen. Moment, du wirst dafür bezahlt. Ach so, Entschuldige. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich war auch... Bei Roland, ja. Weil, aber was mich verunsichert hat, dass es noch eine dritte Komponente gibt, die zu dem dazugehört. Die Achselbeuge. Naja. Ja, aber dieser Ring, der Ring muss ja einen Sinn haben. Der Ring hat ja einen Sinn. Welcher Ring? Wo ist jetzt hier ein Ring? Dieser Ring. Ach, das ist ein Ring. Okay, gut, ja. One to rule them all. One, ja. One to rule them all. Wenn du zum Beispiel da einen Taschentürkel drüber legst. Ja, ist ein Zaubertrick. Ja, angenehm. Kann das jetzt verschwinden lassen? Ja, super. Na, und du willst das? Das ist groß. Ist groß, okay. Und so blöde Kinder gibt's nicht. Und du bist dann ganz genau drauf und dann tust du dir den Ring so drüber, zahst das aus. Und das Publikum denkt sich, wo ist jetzt das weiße? Aber nicht Taschentuch, vielleicht Serviette, dass man eine Serviette schön falten kann. Genau. Stimmt das? Wer sagt das? Ja. Die Dame meint, dass man eine Serviette damit schön falten kann, ja? Ja. Drüber. Ist der Grund, warum sie nicht da sitzen, das ist völlig falsch. Aber danke für die Mitarbeit. Und das ziehst du das durch. Das so aber weißt, aber hier ist zum Beispiel, hier ist es so abgeflacht. Ja, genau. Warum? Ja. Und damit auf der anderen Seite ist es nicht abgeflacht, sondern geschräg. Schräg. Und deswegen, weil es da eben steht, nicht? Ja, und da ist es abgeschrägt. Ja, und der tut es immer falsch rein, weil du tust immer das Zapfen nach oben. Du musst so, nach unten. So. Nein. So. Die Kugel nach unten. So. Na, du bist. Nein, die Kugel nach unten. Genau, so. Und so ist richtig. Aber nicht und ganz. So rollt es natürlich irrsinnig schön. Und genau, also ein Roll-On. Ein Roll-On. Ja. Roll-Over Beethoven. Ja, genau. Ja. Aber es fährt auch. Die kommt definitiv nicht drauf, wofür das dienen könnte. Oh ja. Irgendwas mit für einen Computer, was? Für einen Computer. Ja, für die. Was machst du damit mit dem Computer? Das ist eine Maus, oder? Eine Maus für Arme. Oliver, du weißt doch. Ja. Nein, das ist für Leute, die computersüchtig sind, so quasi das Metatonprogramm für Computermaus. So. Das ist super. Das. Für Computer. Ja. Ja, das sind alle keine Fingerfood-Spezialisten. Ich bin keine Fingerfood, aber das ist Gold im Mund. Um Pilze zu füllen. Pilze? Um Pilze zu füttern. Nein, ja. Das ist so. Pilze zu füllen, sagen wir jetzt noch. Um russische Eier zu. Nein, nimmst du Fingerfood, russische Eier. Ja? Die Party.
die Partyspeise der 60er Jahre. Klingt auch gut. Die dritte Komponente, von der du gesprochen hast. Das ist sicherlich für einen Hawaii-Toast, damit man die Lecke in die anderen Seite macht. Ja. Stell dir vor, das wird jetzt nicht funktionieren. Aber stellt euch vor, das wäre Reis. Dann tue ich den Reis da rein. Das wird nicht gehen, die sind zu. Ah, und, das, und du applizierst das für auf die Roll. Für die, so, für die genau, Sushi. Und jetzt tust du es so. Und wenn das jetzt Reis wäre, wäre das von der. Tut da nicht weh. Von der Konsistenz her, ich könnte es kurz in den Mund nehmen und ein bisschen so Reis machen. Also ihr könnt euch das vorstellen, ja? Ja. Und wenn das jetzt von der Konsistenz her passen würde, wäre dann ein kleines Locherl drin. Mhm. Und dann könntest du in dieses Reisklumperl mit dem Locherl, könntest du was einfüllen. Und so schaut es dann aus, wenn man es richtig schön macht. Telefon so oder halt was. Da, schau, da ist der Reis, dann wird er zusammengestoßen, dann ist durch diese Kuppe ist eben ein Loch drin und dann kannst du da wunderschöne Sachen reinfüllen. Ja, wunderschön. Ja? Ja, schön. Und den Spinnen ist Fahrt, sagst du. Da, schau. Also, wenn das nicht schön ist. Und das heißt ganz genau, es ist ein Fingerfood-Maker, Pressform für Fingerfood aller Art. Russische Eier. Ja. Schinkenrolle. So, und auf diese Art und Weise habe ich mir jetzt auch zumindest einen Lachgummi erschwindelt. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Jessica Brandner aus Wien für das Ding der Woche. Danke. Heute ist der Is-was-du-willst-Tag, übermorgen ist Muttertag und wir haben jetzt versucht, Muttertag und Kochen miteinander zu verbinden. Deshalb sind wir zur Hayo Molcho gegangen. Aus den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer vier Söhne, Nuriel, Elior, Nadif und Ilan, hat sie einst den Namen ihres Lokals, Neni, am Naschmarkt kreiert. Und wir haben uns gedacht, Muttertag, Is-was-du-willst-Tag, sie ist die perfekte Promi-Fragenstellerin. Haya, bitte. Ja, liebes Team oder Rateteam. Ich sitze jetzt gerade am Naschmarkt und werde euch eine sehr, sehr schwere Frage stellen. Erstmal, es geht um Is, was du willst, Tag. Lieber Oliver, nur du kannst sowas dir einfallen lassen. Aber meine Frage wäre dazu, was ist ein Schmalzmann? Dankeschön, Haya Molcho, aber ich habe mir das nicht einfallen lassen. Das ist ein offizieller Tag. Ich möchte gleich alle jegliche Verantwortung von mir weisen. Mhm. Naja, am Naschmarkt hat es früher sicherlich Standeln gegeben, wo es halt so Schweineschmalz und Krammeln und so einfach, wo es einfach das ausschließlich gegeben hat. Und das war, gibt es den Käsemann und den Weinmann und den Schmalzmann. Mhm. So ganz und einfach. Die Frage ist gelöst. Ja, das, so danke. Einfach. Ja. Zack, wieder schauen. Natürlich ist das ein Blödsinn. Es haben ein paar Leute geglaubt, dass das geht. Dann ist das lieb. Dankeschön. Na, ist gut gemacht. Schade. Jemand, der lang im Gefängnis war. Schmolz. Ja. Was, der Schmolz? Ja? Da gab es was im Wienerischen. Du, Schmolz. Du bist der Favorit. Er kriegt der Schmolz. Er kriegt der Schmolz. Schon, oder? Ja, aus dem Hefe. Du fragst, wie lange du sitzt, sagst, wie viel Schmolz hast du? Ne? Wie viel Schmolz hast du? Ich weiß das aus meiner Familie. Der Schmalzmann. Mhm. Das könnte eine Speise sein. Ja, natürlich. Ja. Wenn man statt dem Brot den Mann beschmiert. Schmalzmann. Wenn man statt Schmalz, des Brots den Mann... Schmalzbrot. Kennst du kein Schmalzbrot? Ja, zum Beispiel, du machst ein Schmalzbrot und hast einen kleinen Mann. Und wenn du zu viel Schmalz hast, dann kannst du es auf den Mann streichen. Oft nimmt man viel, weil man gierig ist, dann denkt man sich, ah, das ist zu viel Schmalz, ist am Brot. Ja, ja, und dann willst du es aber nicht wieder zurück, ich gehört's ja nicht. Ich mache, ich schneide mal ein zweites Brot an. Oder so. Aber ich kenne das Problem, ich weiß, was du meinst. Ja, schön. Da, hat sie. So, und da mein Frosch. Aber. Ja, am Sonntag ist das bei mir so. Es ist oft Gesatzfüll manchmal drauf. Ja, aber Butter. Bei mir ist es nur Butter. Ich gebe ja, ja. Drunter Butter, dann ein Schmalz drauf und dann ein bisschen Bratelfett. Genau. Ja. Und für Käseliebhaber noch ein Camembert drauf. Dann und ein bisschen Mayonnaise noch. Ja, ja, ein bisschen Mayonnaise. Aber das schon Ganze panieren. Mit 80%. Und dann panieren. Aber schon im Butterfett, ne? Selbstverständlich. Ja. Gut. Der Schmalzmann. Der Schmalzmann. Der Schmalzmann. Hat es mit dem Ohr was zu tun? Na, Semino Rossi. Semino Rossi ist der Schmalzmann. Ja. Das ist ein Schlagersänger, gell?
Da gibt es aber mehrere dann. Ja, aber der ist der, mit Verlaub, der ist der Beste. Der hat einfach diesen südamerikanischen Schmelz in seiner Stimme. Der singt ja wirklich schön und dann hat er so die Gitarre dabei. Das und ist ein Südamerikaner, der Liebe von den Menschen, mit dem diese bisschen spanische Argentinisch. Okay. Das ist wirklich der Rins aus dem Fernseher aus. Da kannst du das so aufs Ohr machen. Sehr schön. Aber das wäre doch ein Sänger, der beim Heurigen der Schmalzmann kommt. Ja. Ja. Mutter der Mann mit dem Schmalz. Ja. Ja, ist es eine historische Figur oder so eine Art Berufsbezeichnung? Es gibt ja diesen Fetisch. Ich kenne inzwischen, gell? Okay, da komme ich. Nein, im Englischen nennt man das Feeder, also die irgendwie libidinöses, ja genau, libidinöses Vergnügen daraus ziehen. Eben, Schmalzmann, ja, das wäre dann, weil in Österreich, also manche wollen ja die englischen Begriffe nicht, ja. Und dann sagen sie, na, also mir geilt das auf, wenn der Schmalzmann kommt und nicht der Feeder, ja, das ist, weil... Was macht der Feeder? Lisa Eckert redet über das berühmte Lied, wenn im Prater der Fieder blüht. Und das ist dann der Schmalzmann. Passt sehr gut zum Is, was du willst, da. Vielleicht war ein Schmalzmann der, wenn ein Schwein geschlachtet wurde, ja, dessen einfach einzige Aufgabe war, aus dem Schweinefett diesen Schmalzzustand herzustellen. Die anderen haben halt sich mit den Innereien beschäftigt, mit dem Zubereiten des Fleisches, also die Knochen da und die Haut da und so. Und der war einfach für das Schmalz zuständig, der Schmalzmann. Sehr schön. Wir haben geschlacht, Holz in Schlacht, in Schmalzmann. Und der hat dann genau das... Aha. Es gibt ja auch einen österreichischen Schriftsteller, den Ferdinand Schmalz, ja, der den Jedermann jetzt neu bearbeitet hat, hat es mit dem Schmalzmann insofern, also mit der Literatur was zu tun, dass sich Ferdinand Schmalz aufgrund der historischen Figur Schmalzmann nach dem Schmalzmann benannt hat. Und weil Sie mich jetzt gerade unterbrechen wollen, Herr Bayer, das lasse ich jetzt nicht zu. Ich möchte einfach nur sagen, dass die Literatur in Österreich viele Jahre gelitten hat, aber mit Ferdinand Schmalz haben wir einen neuen Kämpfer an der Front der Hochkultur. Ja? Schön. Nein, das waren damit schon zwei sehr schöne Antworten und wir sehen, wie lustig diese Sendung auch sein kann, wenn es einmal nicht ordinär ist. Ne? Beim Sautanz. Ich hätte noch eine Frage, ist Schmalz nicht auch Trinkgeld? Nein. No? Danke, dass wir darüber geredet haben. Okay. Bitte, was beim Schmalzhans? Nein, es gibt das Sauschlacht oder den Sautanz, ja, wo ja das Schwein geschlachtet wird und dann wird halt gleich, da werden die Gammeln gegessen, der Schmalz wird gemacht und der Schmalzmann ist der, der halt beim Sautanz sofort die Gammeln macht. Und wo ist der Unterschied zu seiner Antwort? Das Trinkgeld. Nein, das... So ein Unterschied ungefähr. Hallo? Er hat vor 5 Minuten mir erklärt, dass nach der Schlachterei einer nur fürs Schmalz zuständig ist. Nein, das ist die Schlachterei. Ich rede vom Sautanz. Sautanz ist ja eine eigene... Ich habe es genauso verstanden. Also, ja, natürlich. Ja. Aber es könnte auch ein Trinkgeld sein, natürlich, ja, finde ich. Es gab ja im Mittelalter... Oh ja, Entschuldigung, ich muss leider... Macht euch das meine aus. Du hast recht, gib mir mal Schmalz. Gib mir mal Schmalz. Ist ein Trinkgeld. Ist ein Trinkgeld. Falls Sie privat irgendwas mit dem zu tun haben. Nein, weißt du, gib mir mal Schmalz. Ja. Ein großzügiger Customer geht als Schmalzmann. Oder er schmiert ihn. Ja. Er schmiert ihn. Er schmiert ihn. Ja, gib mir mal Schmalz, dann geht was weiter. Ja. Lass den Thomas was machen. Ja, es ist nichts Ordinäres. Thomas, es ist wirklich nichts Ordinäres. Ja, deswegen. Ja. Es gibt ja dieses Sprichwort, alles in Butter. Ja? Langweilig. Und? Ja, ich sag, das wird jetzt auch nicht besser, wie Christian Kerr redet. Und alles in Butter hat bedeutet, dass man Porzellan in Butter eingegossen hat, ja, um es mit der Kutsche zu transportieren. Entschuldige, nur dass ich unterbreche, das hatten wir als Frage vor ein paar Jahren. Ja, aber er hat sich's gemerkt.
Aber okay, gut, gratuliere, gratuliere. Ganz toll. Ja, tatsächlich. Dankeschön. Ja. Ist es war tatsächlich, ja. Es ist irgendein Küchengerät. Oh, es ist irgendein Gerät, womit man das schmolzt, weil die einen haben ja, das ist ja wie bei dem Twinnie. Die einen haben lieber oben den braunen, schlatzigen Teil und andere lieber. Das beim ist jetzt Twinnie? Nicht ordinäres. Nein, wo ist ein schlatziger Teil beim Twinnie? Du stellst den Twinnie also so und nicht so. Du nimmst dir unten die Schokolade, Teil. Sie ist wirklich anders. Ja. Sie ist anders. Ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt. Du magst die Schokolade nicht. Ja. Ich mag nur den Schokolade. Ah, verstehe. Sie schneidet oben Birne, Orange, Schokolade. Das habe ich noch nicht. Welche Hälfte magst du? Ich hätte gern oben. Orange. Was heißt du, Orange? Ja, Schoko oder nicht Schoko? Ja, okay. Nein, aber beim Schmolz, gibt es diese zwei. Es gibt die gelatinöse, gatschige, braune Abteilung. Aha. Und unten die gatschige, ja, weiße Abteilung. Ja, lass. Ja. Und für irgendwelche Leute, ja, um das zu trennen, weil da ein paar irgendwie... Gibt's den... Nein, es ist ein... Ja. Ein brauner Schlatzger links, weißer Schlatzger rechts. Das ist der... Der Schmalzmann. Der teilt das auf, der Schmalzmann. Aber ist das nicht Bradelfetten, von dem du geredet hast? Ja, ja, das Bradelfetten. Gibt es einen Unterschied zwischen Schmalz und Bradelfetten? Ja. Was einen Unterschied gibt? Ja. Entschuldige! Und Bradelfetten! Ja. Aber da sieht man... Erst noch nicht wenig das kaputt und dann kommt es einen Unterschied gibt. Ja, aber warum regst du dich so auf? Das ist doch das Schöne an dieser Sendung. Wir wissen jetzt, was ein Fieder ist und sie kennt den Unterschied zwischen Schmalz und der Grammelfetten oder Bradelfetten. Ja, ich habe kurz das Maskizie aufgegangen, Entschuldigung. Ja. Wir haben schon wieder. Gut, ich glaube, wir beenden das Ganze. Ja? Das ist ein Stock, mit dem man rührt. Ja, sicher. Ja, danke. Ganz gut. Ich bin doch nie. Ich bin doch nie so gedemütigt worden. Ja, sicher. Gibt es doch eine Schmalzfrau? Nein, der ist ganz einsam. Das, ja, und der Schmalzmann trägt eine Schmalzfrisur. Möchtest du zum Ende kommen? Ja. Haben wir es jetzt? Ich bin komplett durch. Ihr wart großartig. Bitte, lieber Haya Molcho, erlöse uns von diesem Thema Schmalzmann. Bitte, jetzt. Der Schmalzmann ist eigentlich ein Begriff, das die Jäger benutzt haben. Und zwar, das kommt von Dachs, Fett oder Schmalz. Man hat es früher auch in Apotheken, diesen Schmalz verkauft, um Rheumatismus zu bekämpfen. Und das ist eigentlich die Antwort. Es kommt von Dachs bei der Jägersprache. Alles klar, der Dachs wird als Schmalzmann bezeichnet, ja, Jägersprache. Alles klar? Noch Fragen? Gut, dann entlasse ich euch ganz feierliches Wochenende. Danke an mein Rateteam, an Sie hier im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Am nächsten Freitag war was Gutes Neues. Schönes Wochenende und schönen Muttertag. Thank you.